Digga, Breitenberg, Walla, du hast gesagt, du hörst auf mit dieser Scheiße. Womit? Mit E-Shisha. Gib mir diese E-Shisha, hä? Ja. Du hast gesagt, du hörst auf, Bruder. Du! Das ist der dritte und hoffentlich letzten Tag. Haidar, was sagst du? Wie lange willst du noch arbeiten? Eigentlich gar nicht mehr, gar keinen Bock mehr. Schau mal, wir ziehen heute schnell durch und dann... Wie viel Prozent Chance besteht darin, dass wir heute fertig werden? Scheiß drauf, wir frühstücken erstmal. Bitte guck mal, was wir genommen haben. Die Leute denken, da kommen noch zwei Freunde. So, wir sind jetzt noch im Mediamarkt hier drin. Wir haben ein paar Sachen natürlich nicht, die wir noch brauchen. Es ist immer dasselbe. Ein Teil fehlt hier, ein Teil fehlt da. Wir kaufen jetzt noch die letzten paar Kleinigkeiten und ich hoffe, dann war es das auch. Der Bre hier hat heute zum ersten Mal gesehen, wie man mit Handy bezahlt. Das ist sehr ein Abenteuer für ihn gewesen, dass man mit Handy bezahlen kann. So, wir holen jetzt die letzten paar Sachen und dann gehen wir auch zum Baumarkt. Guck mal, ich habe gestern Kabelkanäle gekauft. Das sind aber Mini-Dinger. Ich habe so viele davon geholt. Ich hoffe, ich habe meinen Kassenbon nicht mehr. Ich hoffe, die werden die umtauschen, auch ohne Kassenbon. Ich plädiere auf Süßigkeit dann von denen und Choralität. Ich schau mal, das waren, keine Ahnung, 30, 40 Euro oder sowas. Weil was soll ich denn damit? Dann habe ich 30, 40 Euro in den Müll geschmissen. Dann versuche ich die umzutauschen. Wir brauchen andere Kabelkanäle. Langsam nervt das, dass du hier rumliegst die ganze Zeit. So, die hat nicht mal diskutiert. Sie hat uns direkt das umgetauscht ohne Kassenbon. Auf diese Karte hat sie das gemacht. 53 Euro waren das. Und jetzt werden wir uns die richtigen Sachen holen. Und ich hoffe, die finden wir auch alle. Diese Tesa-Band, eine alleine, hat einfach 17 Euro gekostet. Einfach Tesa für 17 Euro kaufen. Dann haben wir hier die großen Kabelkanäle. Dafür kannst du echt Elefanten an die Wand nageln. Elefanten an die Wand nageln? Wand kleben. Kleben. Okay. 100 Kilo pro Meter. Ja. 100 Kilogramm pro Meter. So, jetzt werden wir mit unseren 17 Euro Königstesa hier einen Kabelkanal langlegen. Natürlich, damit diese Kabel alle in die Wand versteckt werden. Und dass wir dann den Anschluss bis hier zu den Rechnern haben. Wenn ihr keine Säge habt oder so, dann nehmt ihr einfach ein Brotmesser, am besten vom WMF. Und Brett natürlich auch vom WMF. Und dann könnt ihr schon eure Kabelkanäle sägen wie mit der Säge. Hier ist ja das Mikrofon, das ist ja natürlich sehr weit weg von da ganz hinten. Und sie haben das hier über diese Kabelkanäle lang verlegt. Und dann hier und dann einfach hier unter den Teppich durch. Und guck mal. Eine kleine Schlawiner, haben wir ein Loch gemacht, Tisch rüber, verlegt hoch und zack. Schaut mal, jetzt sind hier die Dinger, der Raton bringt gerade die Wave-Panels an. Hier stehen schon die Monitore, das ist der fette Gaming-Rechner, Streaming-Rechner. Hier hängen schon die ersten Displays, die kommen auch gleich an die Wand. Hier ist die Gaming-Ecke, das wird so krass aussehen. Die Jungs ackern wirklich sehr, sehr hart. Hier ist der Kühlschrank, ein Werkzeug. Und hier ist der Bray auch schon mit den Wave Panels. Okay. Wie ist die Montage von den Wave Panels? Super easy. Easy, sagst du? Die Dinger dran schrauben, vor allem wenn ihr Regipsplatten habt, wie der Abo. Sehr dann geht gern. Das easy. Na, guck mal, hier so sehen die Dinger aus. Zeig mal eine, wie du eine ranmachst, wie das aussehen wird. Der Unterschied ist wirklich so crazy. So. Schaut mal. Die werden jetzt an die Wand gesteckt. Nächstes Muster. Genau, man kann hier im Muster so reinlegen. Also, ne? Ja, die haben ja ihre Form. Ne? Und dann kannst du machen, das was wird richtig sick aussehen. Das ist der neue 3090. Was sagst du? Boah, ich kann mich damit so richtig gerechnet mit dem Prozentzeichen. Das ist es, hermanos. Aber der sieht schon echt nice aus. Ich habe meine Anlässe wieder. Hier, kann sagen, Mont hat nicht mit angepackt. Er war der Erste, der geholfen hat hier. Was? Er hat heute den ganzen Tag die Schränke hochgetragen. Ich? Ja. Die anderen auch, dann machen wir dann. Also, ich bin richtig. Da stehe ich auch zu, Digga. Ich habe 2 Kilo Schein vom Arzt. Sagt Breitenberg auch, Digga. Ja, ja. 2 Kilo Schein vom Arzt. Ich kann nicht schwer schreiben. Ich hätte sehr gerne geholfen, aber. So sieht es bis jetzt aus hier. Ist es anstrengend oder anstrengend? Ich bin K.O., Bruder. Ich kann nicht mehr. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Das eine läuft, das andere geht nicht. Das andere geht wieder, dann läuft das andere nicht. Technik funktioniert nie auf Anhieb. Bruder, warum bist du Technik-YouTuber geworden, ja? Bruder, nur Teilzeit. Deswegen nur Teilzeit. Oh Mann, Alter. Hart. So,
Das Zimmer ist ja fertig, wisst ihr jetzt schon mittlerweile. Die zwei Kollegen hier sind zu Besuch gekommen. Der Bre hat das Zimmer schon gesehen. Was sagst du zu dem Zimmer im Allgemeinen? Schon, Bruder, Maschallah. Sehr schön. Hast du eine Ecke, die dir ein bisschen gut gefällt? Also wo du sagst, das, okay, das feiere ich wirklich? Die Chiller-Ecke, würde ich sagen, finde ich schon Highlight. Aber auch der PC-Bereich ist schon barbarmäßig lecker. Aber ich sag dir ehrlich, hart auf hart, Bruder, das Mikrofon so wie bei mir wird besser kommen. Du meinst rüberhängen? Hier. Das geht aber nicht, das ist das Problem, weil, ja, die zusammenkleben, die Dings da. Ich hatte das ja auch mal so vor meinem Gesicht. Ich finde das immer so, so einengend irgendwie. Aber Bruder, das ist wahrscheinlich auch eine Gewohnheitssache, ne? Bei mir ist das Ding, wenn ich kein RP spielen würde, hätte ich das niemals so. Ja, okay, das ist ja so, chillt keiner. Salam, Freunde. Ich hab dir, Bruder, ich kann dir nur das sagen, was ich dir eben auch privat schon gesagt habe. Wenn man überlegt, woher du kommst, Bruder, beziehungsweise aus was für einer Situation du jetzt kommst. Aber Abu ist jetzt auch nur ein halber glücklicher Abu, weil Abu hat seine Familie nicht hier. Ja. Er kann sich nicht richtig freuen, weil die Leute, mit denen er sich am liebsten freut, sind nicht hier. Ist ja einfach so, ne? Das ist ja nochmal was anderes, wenn deine Frau hier ist, wenn deine Kinder hier sind und die sagen, oh, Baba, schau mal hier. Oha, oha, was ist das? Lass eine Runde zocken hier. Ja, dein Sohn kommt jetzt in das Alter mit 9 Jahren, Bruder. Bald ist das hier sein Bereich. Ja, das stimmt. Er wird damit bei seinen Freunden flexen. So ist es. Das ist ja gefühlt war das ja schon deine Wohnung in dieser Tri, weißt du, wie ich meine? Ja, also die zwei Zimmer, diese ein, zwei Kinderzimmer, ja, die sind so groß wie meine ganze jetzige Wohnung, ja, meine alte. Deswegen, und das ist schon ein kranker Unterschied und ich freue mich, Bruder. Mehr gibt es da nichts zu sagen, ich freue mich. Danke, mehr Bro. Mehr gibt es nichts zu sagen, Bruder. Man macht ja kein neidisches Auge. Bruder, du hast mir das quasi hier mäßig so ermöglicht. Hart auf hart müsste ich eigentlich einen Schlüssel hier bekommen, Digga. Die Frage, die ich mir stelle, wo bleibt das Fressen, Digga? Er ist gerade gekommen, er ist so, wie lange bist du gefahren? 20 Minuten? Weiß ich nicht, Bruder, ich war bei Tibico. Ich hab da bestellt und er ist jetzt nicht mal 2 Minuten, er ist gerade drin, er meinte, wo ist das Essen? Wo bleibt das Fressen, Digga? Ich hab Hunger, Scheiße, Mann. Also die sieht sehr, 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 sehr krass aus. Ja, trau mir, das ist, Bruder, das ist meine Konstellation, wie man sie zusammenstellt. Hier ist nochmal Krautsalat. Und das sind einfach die Crocs. Ich dachte einfach, das sind irgendwie Riesendürüms oder sowas. Das ist der Croc Sucuk. Was? Vertrau mir. Und da Krautsalat noch drauf, Bruder. Ach, den machst du selber noch rein? Ja, ja, den macht man drauf. Und dann nimmt man das Ding und schön die Knoblauchsoße dunken, Digga. Okay. Aber ich sag dir, die Pizza sieht wirklich aus wie aus einer Werbung. Bruder, ich habe 1,5 Jahre nicht mehr gegessen da. Komm. Guten Appetit. Digga, Breitenberg, Wallah, du hast gesagt, du hörst auf mit dieser Scheiße. Womit? Mit E-Shisha. Bruder, das ist keine. Warum nimmst du das auf? Ich wollte aufhören, ich bin rückfällig geworden. Tut mir leid. Ich spitze lieber Heroin, hast du recht. Gib mir den E-Shisha, hä? Ja. Bist du gut dafür? Du hast gesagt, du hörst auf, Bruder. Du. Wo hast du die denn jetzt her? Ich hab 5, 6 Stück gekauft. Gekommen, Bruder, du hast doch gesagt, du hörst auf. Ich wollte jede Marke einfach probieren, weißt du, was ich meine? Digga, Walla, guck mal bitte, wie er sitzt in der Kamera alleine schon. Guckt euch dieses Ding an. Bruder, was machst du da, Breitenberg? Jetzt ehrlich. Ich sitze ganz normal, Bruder. Ganz normale Sitzhaltung. Aber 1 bis 10, das Zimmer wirklich, for real? For real? Ja. 9,8. Wenn das Ding weg ist, eine 10. Hammer. Hammer, Walla, manchmal, ne? Das hat wir sehr, sehr geil. Und ich war. Was ist für ein Putzmittel da unten? Wo? Was ist das, Digga, mit Zähnefrische? Oh. Nein, das Waschmittel. Ich wollte heute zum ersten Mal versuchen, wie man Wäsche wäscht. Weißt du, wie man Wäsche wäscht? Ja, aber ich kann nicht garantieren, dass alles heil bleibt. Ich hab schon mal gewaschen. Digga, was ist das für ein Auto?